Begrüße ich mit einem Winken auch die Aufzeichnungszuschauer. Hallo, Aufzeichnungszuschauer. Ja, und was ist heute das Thema? Ich fürchte, ich muss es von hier aus vorlesen. Ja, das Menschheitsprojekt Wissenschaft und Universitäten ist am Ende, ist gescheitert. Pseudowissenschaft überall. Warum? Überall, wo soziale Marktwirtschaft, wo Kapitalismus herrscht, hat sich herausgestellt, in 4 Jahren des Versuchens, des Experimentierens, hat sich herausgestellt, da ist nichts mehr. Alles ist nur noch Pseudowissenschaft außerhalb von Weltrat und Next Scientists for Future. Ja, also wir haben festgestellt, überall sind die Türen zu. Überall haben sich Sekten gebildet, Sekten von Gläubigen, die alles tun, ihre Sachen zu predigen, aber nirgends war eine Bereitschaft, auch bei denen, die von freier Argumentekultur zwar geredet haben als Lippenbekenntnis, aber das Entscheidende fehlte. Was ist das Entscheidende, was es braucht, um echte Wissenschaft, echt und normal unterscheidet? Ja, also hier. Der Falsifikationismus nach Sir Karl Popper strebt somit nach einem Hinterfragen, einer Falsifizierung von Hypothesen und Theorien, statt nach dem Versuch eines Beweises. Und zwar geht es hier darum, Fakten, reale Beobachtungen von realen Menschen oder Wissenschaftlern, zum Beispiel an Tieren, an Menschen, an Knochenfunden und so weiter. Es handelt sich immer um reale Beobachtungen und Fakten, ja, über die man reden muss, die mein Weltbild formen. Aber als echter Wissenschaftler wissen wir beim Weltrat, dass wir uns immer hüten müssen davor aus unserer Weltsicht, weil die menschliche Psyche neigt im Kapitalismus immer dazu, aus der eigenen Weltsicht eine Sekte zu machen. Aber stattdessen müssen wir eben genau die sein in der Welt, genau die, ich versuche es mal groß zu machen, ob das auch noch funktioniert, ja. Wir müssen die sein, die dem wehren. Und wir waren aber die Einzigen. Wir sind auf eine Welt getroffen aus sich verstecken, sich tarnen, sich des nicht kommunizieren wollens. Letztens so eine Veranstaltung, ein sogenanntes Wandellab, das einfach die Hälfte aller Lösungsansätze ausgegrenzt hat, anstatt sozusagen alle argumentativ sich gegenseitig fertig machen zu lassen. Also wir haben hier 7 Uhren liegen, auch einschließlich einer Schachuhr. Und der Unterschied zwischen echter Wissenschaft und letztendlich gar keiner Wissenschaft und zwischen unserer echten Online-Universität, so klein sie auch ist, mit ihren nur 1060 Vorlesungen und Seminaren und Seminarmitschnitten und Talkshows und was auch immer. Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn man bei uns auf die Homepage geht, auf die anfangs eine von den vielen, aber überall kann man irgendwie sofort als erstes auf den ersten Blick, kann man uns sofort anrufen, braucht nur das Wort zu sagen,
ich habe Gegenargumente gegen Ihre Konzepte und schon kümmern wir uns um nichts anderes als um Sie, weil wir wissen, dass genau das den Unterschied ausmacht, die Bereitschaft zur wechselseitigen Falsifizierung. Und da könnten wir mit sieben, also zu siebt können wir sprechen. Sieben Leute und jeder kriegt zum Beispiel 5 Minuten Zeitkonto und sobald einer einen Satz sagt und ein anderer die Idee hat, dass es sich dabei um einen Irrtum handeln könnte, dann kann er sofort rufen, seine Nummer 1 bis 7, also Wechsel 7, Wechsel 6, Wechsel 3, Wechsel 4, Wechsel, ja, und schon, dann schalten wir die Zeituhren um. Und dann läuft seine Redezeit und er kann seine Gegenargumente, seine Berichte über Gegenfakten vorlegen und wir orientieren uns auch an Fakten. Also der Begründer der freien Argumentekultur hat sich erwiesen als ein Sekteninhaber, der auch nur wie die Zeugen Jehovas im Prinzip völlig faktenresistent, spricht. Und damit hat sich die Sache erledigt, denn echter Falsifikationismus, eine echte freie Argumentekultur braucht nicht nur die Plattform für alle, sondern es braucht auch die Bereitschaft aller Beteiligten, faktenbasiert vorzugehen. Und das ist jetzt unsere Botschaft an die ganze Welt, an alle großen Medien und so weiter, ist, das Projekt, Menschheitsprojekt, Wissenschaft und Universitäten ist gescheitert, weil es im Kapitalismus scheitern muss, weil sich der Geldeinfluss überall reindrängt. Die Universitäten waren schon kaputt, als sie die Theologie, die katholische und evangelische Theologie und jetzt vielleicht sogar noch die islamische Theologie aufgenommen haben, weil Dinge, die nicht auf Fakten reagieren können, sondern glaubensbasiert sind, haben an Universitäten und im Rahmen von Wissenschaft grundsätzlich nichts zu tun. Ja? Jeder darf gerne glauben, was er will, aber echte Wissenschaft und der einzige Ort echter Wissenschaft und echter Universität ist nun mal Weltrat und Next Scientists for Future. Und alles andere ist nur Sektiererei und Sektierertum. Ja? Und deswegen unsere Botschaft an die Welt. Wir sagen ganz klar, Universitäten und Wissenschaft und Wissenschaftler, diese Idee ist gescheitert. Es gibt nur die Idee des Echten und das Echte erkennt man daran, dass die Türen offen sind. Da wird jetzt ein berühmter Professor sagen, ja, aber ich kriege ja so viele E-Mails, wie soll ich damit umgehen? Ja, wenn Sie so berühmt sind, dann haben Sie auch viel Geld und dann können Sie einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigen, die ausschließlich die Gespräche führt, wo es um die Falsifizierung der Glaubenssysteme dieses Professors geht. Und da kann gesprochen werden. Und wenn man merkt, da ist ein faktenorientierter Mensch, der in der Welt von Argumenten lebt und der wirklich neue Argumente hat und der auch wirklich sagt, oh, da habt ihr was übersehen, da hat der und der Forscher doch das und das berichtet und der Forscher das und das berichtet und wirklich gesehen und nicht nur behauptet und so weiter, sondern und so weiter. Und dann kann Ihnen diese, kann Ihnen dann müssen Sie sich die Zeit nehmen, wenn Sie ein Wissenschaftler, ein echter Wissenschaftler sein sollen, als Professor mit jedem einzelnen dieser Personen zu sprechen. Sonst sind Sie eben kein Wissenschaftler mehr, weil die Hauptaufgabe des Wissenschaftlers ist, dann machen Sie halt in Ihren Vorlesungen, in Ihren Seminaren eben genau diese Gespräche, Online-Talks mit diesen Leuten, die Sie falsifizieren wollen. Denn nur so
findet echte Wissenschaft statt und alles andere, nämlich dass die Universitäten sich in Sekten verwandelt haben und gesagt haben, ja, ihr müsst erst unseren Kult erfüllen, damit wir euch überhaupt Gehör schenken und so weiter. Da, ihr müsst erst unsere Priestergewänder anlegen, damit ihr zu uns gehört und so weiter. Nein, gerade das Aufnehmen von Gegenargumenten und Gegenfakten von Menschen außerhalb der Universitäten wäre die Hauptaufgabe jeder Universität gewesen. Und ich weiß noch, als ich circa Mitte, Ende der 80er verschiedene Professoren angerufen habe, zum Beispiel Professor Christian Vogel oder ja, Doktorinnen, Professoren in ganz Europa. Da habe ich noch einen Rest an Wissenschaft erlebt. Ich habe denen gesagt, ich habe neue Konzepte, neue Fakten, die verrate ich ihnen und sie schreiben ein Statement über mich. Und sofort haben mich diese Leute alle zu Terminen eingeladen. Aber heutzutage ist das ganz anders. Heutzutage lädt sie niemand mehr ein, sondern überall wird, ach nee, wir machen nichts, wir sprechen. Also überall ist Kontaktabbruch und Isolation und Unerreichbarkeit und. Und überall, wo sie Anfragen hinterlassen, es kommt nie was zurück, weil die Leute alle, weil es mittlerweile im Kapitalismus normal geworden ist, sich wie ein Sektierer zu verhalten. Ja, und das ist es eben. Das ist eben diese Welt. Und damit, ich guck gerade mal, ob ich auch alles gesagt habe. Also, unsere Botschaft an alle Medien und alles, ich bin hier wieder, glaube ich, falsch. Also, die erste und letzte Instanz echter Wissenschaft ist der Weltrat und hier wollte ich hin. Also, dass unsere Aussage an alle Medien und an alle Welt, das Menschheitsprojekt Wissenschaft, Universitäten ist am Ende, ist gescheitert, Pseudowissenschaft überall. Wir nehmen keinen Kontakt mehr auf. Wir sind nur noch offen dafür, dass man uns kontaktieren darf jederzeit. Damit unterscheiden wir uns von allem anderen. Wir greifen den anderen pseudowissenschaftlichen Müll überall nur noch an und lassen es dabei gut sein. Wir können keine Zeit mehr vergeuden, nochmal 4 Jahre den Leuten hinterherzulaufen und festzustellen, dass es sich überall um Sekten handelt, die sich nicht mehr an das Grundprinzip, für uns selbstverständliche Grundprinzip echter Wissenschaft. Oh, du hast Falsifizierungsideen, die unser Konzept falsifizieren könnte. Sofort widmen wir dir eine ganze Serie von Talkshows und machen eine Talk nach dem anderen, weil das ist das Einzige, was uns interessieren muss. Sonst wären wir ja genauso Pseudowissenschaftler wie alles andere in der Welt. Ja? Ja, und damit beende ich als erstes diese Aufzeichnung.